muss töten Dämonen. Willkommen bei meinem Let's Play Mission 11 von Devil May Cry 5. Und zwar werde ich noch mehr Dämonen jagen, töten, zerfleischen, zerfetzen. Ja, und es wird ein Spaß. Es wird ein Spaß. So, eins vorab, dieses Spiel machte bisher ziemlich Spaß. Und ich freue mich irgendwie auf jede weitere Mission. Ich kann irgendwie kaum noch aufhören. Es würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt heute Abend irgendwie das Spiel noch durchspielen würde. Ich habe keine Ahnung, wie viel da noch ist. Ah, siehst ja, dass die SWAT hier ein bisschen Party machen möchte mit meinem Kumpan, also mit The Order. Und dann der ausnahmsweise mal ein Fünkchen von Sozialität? Ach, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Gezeigt. Hm, Coup and Love, Aquila Attacks. Oh yeah. Stimmt, genau, hier mein neues Skill. Ich komme mir vor wie Zelda. Der Link meine ich, ja. In Zelda Link mit seinem Super Spin. Scheiße, machen sie den Schaden. Okay, das war das Skill, den ich freigeschaltet hatte. Ah, fuck, ist das halt cool. Mal schauen, was machen wir, wenn ich die Luft ausfall aktiviere? Nichts. Ja, der ist nach vorne und... Boah, fuck, das ist böse. Ich meine, das hält sie fest und folgen die währenddessen ordentlich. Oh yeah. Genau, Dante zeigt mir erstmal was von Sozialfähigkeit und hat Freunde gefunden und die möchte es retten. Finde ich schon süß. Ah, Butcher. Lass mich raten, ich kann den nur mit meinen Aquarius töten, sonst nicht. Nein, ich kann den wohl nicht mit meinem Butcher töten. Aua. Hm. Aua, okay, der ist böse. Oh Gott, was mache ich denn mit dem jetzt hier? Versuchen wir mal einen Handschuh rauszuprügeln. Oh fuck. Ich sollte mal irgendwie versuchen, dem auszuweichen. Hey! Ha! So, was jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Wow! Der ist mir gerade einfach explodiert. Und weiter geht's mit meinem Osiris hier, meiner Lieblingswaffe. Einfach mal wie der Sensenmann durch ein Weizenfeld hier. Einmal durch, man. Oh yeah. So. Infekt. Damn it. They're breaking in from Limbo too. Oh, jetzt kommst du vom Limbo rein. Limbo! Nur gut, dass ich genau weiß, was zu tun ist. Ich kann die Teile sogar aufladen. Zweimal. Katsching. Was ist hier cool? Gut, rein da. Where are you guys? Hier muss irgendwie eine verlorene Seele sein. Hier sind immer so verlorene Seelensachen. Wahrscheinlich habe ich schon wieder zwei verpasst oder so. Was geht ziemlich schnell hier? Oh, muss erstmal hier klarkommen mit dem Waffenwechsel hier. Wie viele Punkte habe ich denn eigentlich? Ein Upgrade-Punkt. Was gibt's denn hier so? Rebellion, Abilities. Abilities gibt es immer noch nichts Gescheites, oder? Angel Evade during Evade und. Oh, sieht ja cool aus. Oder Demon Evade.
Ach so, ich kann entweder. Ah, ich verstehe. Okay, hol ich mir erstmal den Demon Evade. Wenn ich jetzt anscheinend irgendwie hier ausweiche. So. Wenn ich gut ausweiche, dann kriege ich irgendwie kurz einen Boost für einen Augenblick. Oder sowas. Natürlich, es war natürlich voll beabsichtigt, dass ich runtergeflogen bin, weil ich ganz bestimmt diese Seele wollte und nichts anderes. Hust, hust. Katsching. So, was geht denn jetzt ab? Okay, ich war gerade im Limbus. Nein, ich bin im Limbus, wie es ausschaut. Und kann deshalb nicht die Leute nicht angreifen oder sehen oder. Die können mich nicht sehen. Ich sehe schon. Weil ich bin ja Nephilim und kann zwischen den Welten hin und her switchen und so. Die Menschen allerdings nicht. Aber soll mir doch ganz recht sein. Katsching. Auch nicht schon wieder. Mein guter alter Freund, der Herr Segenfresse. Nee, Segenhände. Nice work, Cat. Ah, da zeig mal her, was du kannst, mein Freund. Hey, over here, Sawboy. I want to play a game. Wow. Aua. Das war ziemlich unerwartet. Der mir schon wieder ein Leib. Nix da. Schieß. Oh yeah. Och nee. Aquila Rancho Attack is great for juggling enemies, but it's also very effective at destroying. Ah! Natürlich, weil ich glaube, dass das, dieser Schild von diesen Witches hier nicht auf Schaden reagieren, sondern eher viel eher auf. Anzahl der Angriffe. Ah, so schnell habe ich glaube ich noch nie down gekriegt. Ah, fuck. Ausgewichen. Ja, lass mich hier raus. Wie komme ich nicht raus? Wow, das war knapp. Ich brauche ein bisschen Leben. Wäre, glaube ich, ganz ratsam. Ching. Zerfetzt mit dem Trippelschlag von hinten. Oh, noch mehr? Kein Viecher. Sieht nicht so aus. Ah, und ich gehe sozusagen hier mit dem SWAT-Trupp da mit. Die sprenge ich hier gerade in der echten Welt, das hier. Okay, ich glaube, ich kann auch ganz genau verstehen, warum Dante hier einmal so Freunde hat, die sie retten will. Es geht um den Ausschnitt. Es geht immer um den Ausschnitt. Wie komme ich hier raus? Ach, Kleingetier. Ach nee, nicht schon wieder die Teile. Oh, das ist nervig, ey.
Boom! Horse gonna die! Hold the release queue. Ah, das kann ich da. Oh, das kann ich hier oben werfen, ist ja cool. Ah, und damit kann ich nach oben swipen hier. Thanks, Tarzan. Och nee! Oh, muss ausweichen, das schaffe ich nicht mehr. Oh yeah, perfect way. Das kriege ich aber. Arschgeil, ja. Und das kriege ich auch noch. Ah, wo seid ihr? Ah, weg da, weg da, weg da. Erstmal die Luftviecher vernichten, weil das sind am meisten Problem. Vor allem halten die nichts aus. Was mir auch ganz gelegen kommt. Au. Level Triple Damage, du? Hi. Oh, ich bin der da. Sterben will er. Ah! Und gespalten. Ich komme vor wie ein Holzfäller bei guter Arbeit. Man sieht hier laut vor weiter Dämonen nicht mehr. Vor den Wald vor lauter Dämonen nicht mehr. So rum. Aber gut, siehst du, Dämon zu hacken macht auch Spaß, vor allem wenn es mit der Waffe hier ist. Die. Oh my god, they're in! Get out! The place is overrun! Ren! Get out of here! Damn it! Can anybody hear me? Wo müssen da jetzt hin? Wo geht's hier voran? Oh, da ist ein Schlüssel. Und hallo Schlüssel. Hat alles für einen Schlüssel? Copper Key, okay. Damit kann ich die nächste beste Kupfertür aufmachen. Wow! Boom, yeah. Ist ja perfekt. So schlecht tue ich mich gar nicht mehr. Auch wenn meine Kämpfe immer noch so ziemlich chaotisch sind, weil ich einfach nicht blick, was für Kombos ich eigentlich gerade mache, kommen doch immer einigermaßen das Gescheitste her. Was mir auch ganz recht sein soll. Wenn ich jetzt noch 100 Punkte hätte, also ich habe gerade 3395 Punkte, das heißt, wenn ich 105 Kugeln hätte, könnte ich mir meinen nächsten Dings hier kaufen, nächstes Health Cross. Devil Sugar Cross brauche ich nicht unbedingt, benutze ich eh nicht so oft, wie ich es eigentlich tun sollte. Oh, hier habe ich schon nächstes Fragment. Ah ne, ein Item ist das, okay. Also, um es wieder aufzuladen. Wunderbar, wunderbar. Also gar keine kleinen Viecher, die ich kaputt machen muss. Oh Gott, was ist denn das da hinten? Oh, was hat der für Arme? Ach, der Segen passiert, okay. Gut, tue ich erstmal um den da. Wow, 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 nicht so hektisch. Bam! Und der Axt rausholt. Oh! Der mag irgendwie nicht so. Okay. Komm schon! Das Problem bei der Axt ist. Ah, erstmal Super Saiyajin Mode hier. Das Problem bei der Axt hier ist, dass es so langsam ist, nachdem ich meinen Schlag gemacht habe. Also. Ach, scheiße. Kann doch nichts sagen. Dass ich da nicht mehr ausweichen kann und immer einen Schlag kassiere, nachdem ich meine Kombo durchgehauen habe. Oh. Gut, dass du eine Maske auf hast, Freund.
Nee. Das ist auch so ein Dimensionsjumper. NTD Ninja. Und zeig mal, was du kannst. Oh, fuck. Ja, komm, erst so schnell sein, wenn man einen Trippelschlag nicht ausweichen könnte. Ist schon fast peinlich von dir, ey. Ah, fuck. Das ist böse. Was hat der für ein Problem? Warum kommt der? Ich dachte, meine Fäuste kommen da locker durch. Wow. Und Triple Damage Schlag. Patsching. Ja, ist das nicht mehr so viel zu lachen, ne? Ich mag irgendwie gar nichts mehr kassieren. Na, wo ist er denn? Boom, yeah, in your face. Jetzt habe ich dich aber, ne? Ach, da haut er mir ab. Arschgeige. Natürlich, you are no match for me. Ja. Also, Gegner hat sogar ziemlich Spaß gemacht zu kämpfen. Da kann man eigentlich das Timing und jetzt ausweichen und so weiter üben. Ah, was gibt's denn da oben sonst? Nichts. Okay. Komme ich da irgendwie durch? Nein? Bin ich. Achso, ich bin von hier gekommen. Und hier muss ich jetzt weitergehen. Sag mir das doch. Ach du Schande. Ah. Oh ja, nein. Ich dachte, ich könnte es so kriegen, aber. Okay, wie komme ich da oben hin? Das ist viel zu weit oben, als ich da hin könnte. Oder. Hä? Ist das was eine Möglichkeit, irgendwo hochzukommen? Nein, so komme ich dann nicht hoch, auf keinen Fall. Ich hätte, glaube ich, eine Skill gebraucht, um das zu können. Naja. Cat. Dante. I'm here. I don't know what to do. Where's Virgil? I don't know. He's probably in the server room. The Octagon, but he might be trapped in Limbo. How do we get to him? I don't know. I'm stuck in here. Is there something I can do from Limbo to break you out? Think. There may be a way. I'll guide you. Gut, lass uns mal wieder Folge dem Ausschnitt spielen. Oh, das war ja schon die ganze Mission. Okay. Also. Fazit. Hey, wie jetzt nur S? Das erste Mal, dass ich kein SS habe. Ah, ich fühle mich verarscht. Na egal, insgesamt gibt es ein A. Genau, Fazit. Wir haben die Infiltration zumindest ein bisschen geschwächt, glaube ich, weil auf der Limbus-Seite haben wir die Gegner platt gemacht.
zumindest unser Ninja, Nimbus Ninja Viech da, whatever the fuck this was. Ja, und nächstes Mal werde ich weitermachen. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt ein Skill kaufen, dass ich in der Luft genau weiter nach oben gehen kann, um weiter nach oben zu kommen. Increased Hate Gain, alles klar. Passt. Und nicht zu vergessen, wobei ich kann mir jetzt zwar mein Hearthcross kaufen, kostet 3500, aber ich werde mir das aufsparen für, oh, jetzt habe ich ein bisschen Start gemacht, auch nicht weiter wild, ich werde einfach gleich weitermachen. Bis zur nächsten Mission.